In diesem Video werde ich den zweiten Mal weiter bis zu 30 Tipps, wie du auf Minecraft erfolgreich wirst. Let's go! Hallo und herzlich willkommen bei Filmakur, es in Sachen. Ich heiße Akinas Natitas und heute geht es um das Thema von meiner Teil 2 von 30 Tipps. Falls du den ersten Teil noch nicht gesehen hast, dann werde ich empfehlen, den ersten Teil anzugucken. Falls du den ersten Teil angesehen hast, dann werde ich empfehlen, den zweiten Teil anzugucken. Denn wir sind ja, da habe ich bis 15 Tipps, bis 15 Tipps gemacht. Und jetzt geht's mit Tipp 16 weiter. Tipp 16 Spieler einfach mit einer Bombe explodieren. Also was meine ich damit? Also ich meine, wenn jemand hinter dir ist, wenn ein Spieler hinter dir ist, du hast eine Bombe, dann vielleicht macht es so oder explodiert es. Also es bedeutet erstmal nicht, dass es Bomben macht, sondern der Spieler muss näher kommen und dann explodiert. Tipp 17 Spieler einfach weg. Einfach die Spieler stehen lassen. Ich meine, was meine ich damit? Also, ich meine, Spieler stehen lassen bedeutet, dass du, wenn ein Spieler links wird attackiert mit deinem Gegenstand und der bleibt dann stehen und du fährst einfach, huscht einfach vorbei. Tipp 18 Spieler ganz gut stoppen, also sehr gut stoppen. Ich meine halt eben, dass du andere aufhalten musst, gut aufhalten, sogar perfekt. Tipp 19 Spieler mit blauen Pounce werfen. Ich meine, was meine ich damit? Also, ich meine halt eben, du kriegst ja diese blauen Panzer, wenn du auf der 7. Platz oder 6. Platz bist. Ne? Und dann wartest du ein bisschen und dann, wenn du sagst, okay, ich werfe jetzt den Panzer, dann und dann geht es und dann Tipp 20 Spieler einfach fahren lassen. Ich meine, wenn der andere einfach fahren lässt und die sind voll zu langsam und du bist schneller als sie, dann kannst du die einfach überholen und du kannst dich auch ein bisschen aufhalten, ganz aufhalten. Tipp 21 Würdest du von einem Spieler mit einer Rakete angegriffen? Also was meine ich damit? Wenn ich jetzt eine Frage stelle und du antwortest sie, dann bedeutet, dass du attackiert wurdest von dem Spieler mit Rakete, weil du nicht versuchst zur Seite zu gehen. Tipp 22 Spieler einfach so runterschmeißen wieder mal. Also was meine ich damit? Ich meine, dass du musst versuchen, andere Leute aufzuhalten. Und
Du machst einfach Bomb, Schubserei und dann fällt der Spieler Bomb runter. Das habe ich mal gemacht. Tipp 23. Vor dem Ziel Spieler stoppen. Also nochmal wiederholen. Ich meine, halt eben, ihr müsst versuchen, andere vor dem Ziel mit einem Panzer zu stoppen. Bei der dritten Runde und wenn der aufgehalten wurde, dann gewinnst du oder der andere Spieler. Dann sagst du: Oh yeah, it's a Mario. Und so weiter. Tipp 24. 30 Mal Spieler aufhalten. Also was mache ich damit? Ich meine, du sollst andere. Ich meine, du musst versuchen, andere Spieler mit einem Ding aufzuhalten. Du musst versuchen, andere Spieler mit deinem 30 Mal aufhalten. Tipp 25. Schneller fahren. Also, was meine ich damit? Ich meine, du musst, wenn du jetzt unter einem Spieler stehst, fährst und dann machst du und dann macht es Psst, 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 und dann bist du bye bye und so weiter. Tipp 26. Werdest du von einem Panzer attackiert, wenn du am ersten Platz bist? Also, wenn du jetzt von einem Panzer angegriffen wirst, dann bedeutet, dass du so was tun kannst. Also, wenn du eine Feuerblume machst und wirfst, dann geht der Panzer kaputt. Das meine ich, glaube ich schon. Tipp 27. Spieler 29 Mal aufhalten. Also was meine ich damit? 29, wenn du zum Beispiel 6, 7 Gegenstände auf die Spieler wirfst, bedeutet, dass du dann bist du auch so schnell wie möglich erfolgreich. Tipp 28. Spieler möglichst schnell stoppen. Also was mache ich damit? Ich meine, du musst andere Spieler versuchen zu stoppen, bevor es noch schlimmer wird. Also, und dass ihr auch bisschen Spaß, dann wird ihr auch erfolgreich, wenn ihr die dann mit 28 Gegenständen stoppt. Tipp 29. Spieler 9 Mal aufhalten. Also was meine ich dann? Ich meine, wenn du 9 Gegenstände hast, dann musst du den Spieler 9 Mal aufhalten. Das weißt du ganz genau. Und 9. Mal, das heißt 9 Mal die Spieler versuchen aufzuhalten. Das klappt nicht. Dann, der Klick mal oben rechts auf dem Video, habe ich mal erklärt. Und jetzt kommen wir zu Tipp 30. Spieler explodieren lassen. Was meine ich damit? Also wenn du eine Bombe hast, wirf einfach vorne oder nach hinten und dann wird der explodiert. Und so oder rutscht einfach. Und so weiter. So, Freunde, das waren meine 30 Tipps, wie du auf Mangelkasse im erfolgreich wirst, Teil 2. Ich empfehle, den ersten Teil zu gucken, falls du den nicht gesehen hast. Ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Ich würde sagen, tschüss!